Lachen. Das ist, es ist ein bisschen traurig heute, weil es ist wirklich das letzte Mal. Und es ist eben auch so, für mich ist es nicht so schlimm. Es ist ein bisschen traurig, nicht so schlimm, weil ich werde in 2 Monaten werde auch einpensioniert. Und jetzt habe ich mir schon Gedanken gemacht, also über die ganze Reise da, die wir gemacht haben durch die Schweiz durch, pensioniert. Also pensioniert werden ist ja eigentlich schwieriger als einfach davon schaffen. Das ist wow, sehr kompliziert, kann ich euch sagen. Jetzt habe ich gedacht, also ich habe jetzt seit 40 Jahren tun ja ein bisschen Geld sammeln, also sparen und bei der Kantonalbank in Graubünden. In Dosis. Und dort habe ich so, wie heißen die, Bankberater. Und jetzt bin ich vor einem Monat, habe gedacht, jetzt gehst du mal vorbei, schauen. Dann bin ich vorbeigegangen, habe abgemacht mit dem Bankberater, Herr Grass heisst er. Und dann sind wir abgehockt und so. Dann habe ich gesagt, grüß Herr Grass. Er hat dann gesagt, was wollen Sie denn da? Und dann habe ich gesagt, ja, nicht viel. Ich möchte einfach gerne mein Geld sehen, das ich jetzt in den letzten 40 Jahren gespart habe. Also ich möchte es einfach gerne mal anlangen und schmecken. Ja, es muss ja gleich ein bisschen etwas kommt da auf. Also ja, noch viel, oder? 40 Jahre. Und sie haben ja will und die haben zahlt und zahlt und so. Und der hat gesagt, ja, das ging nicht. Dann ich gesagt, ah ja. Und er hat gesagt, das ist nicht da. Also, das werde, also sie schaffen ja mit dem Geld. Wo ich, und dann ich gesagt, ah ja. Also was denn? Er sagt, ja, zum Beispiel gegen das Geld. Jemand, der bauen will, also Junge, der bauen will, sieht dann halt mein Geld. Und so. Und dann ich gesagt, ah ja. kann ich, können Sie mir die Adresse geben? Dann kann, ja, dann könnte ich das Haus ja mal anschauen, oder? Und er hat gesagt, nein, das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ah ja. Und dann hat er gesagt, nein, also sie ist schon da, also wenn ich jetzt pensioniert, also, aber sie, wie wird du, also sie, es gibt schon noch irgendwo, das ging halt hin und her und virtuell, also über die Luft, das sie käme schon gut. Und dann habe ich gesagt, ah ja. Und dann hat er mich rausgeschmissen, jetzt muss ich dann nochmal schauen. Also ich wollte nur so sagen. Du bist so gesprächig, das ist interessant. Sonst bist du immer so nervös. Also ich kenne dich von Arosa, am Humorfestival habe ich dich ein paar Mal eingeladen. Da bist du einfach immer am Hyperen gewesen. Jetzt müssen wir einen Defibrillator haben für den Mann. Ja, aber das ist interessant. Jetzt, ist ja, das eine Art Katharsis, die du da machst? Ja, mit der Frau Hauser natürlich jetzt 3 Wochen unterwegs gewesen. Nein, mit der Rosa, das hat viel damit zu tun, Humorfestival Rosa. Ich bin schon ganz am Anfang dabei gewesen, dort, wo es dich so gerne noch nicht gegeben. Du bist ja du noch ein Nichts gewesen, gell? Und, aber du auch? Ja, ich auch. Ich habe ja gar nicht gekannt. Ja, auf jeden Fall ist er näher gekommen. Ich bin eigentlich der Roger Schawinski, ja, in deiner Karriere. Ich habe ihn entdeckt. Nein, du hast ihn erfunden. Vergiss es. Es war ein anderer Zürcher gewesen, mein Gott. Ja, auf jeden Fall ist er dann gekommen und hat dann und dann habe ich, also du bist, also ich habe ja, also die Zürcher, das ist ja, ich mag euch als wir, also es ist, nein, wirklich, es ist kein Problem, du persönlich hast ja auch eine gewisse, also du bist ja, wie soll ich sagen, es ist schwierig, aber eine gewisse, du bist so wie, also das haben wir nicht so gern und dann habe ich... Ja, dann hatte ich ein bisschen Angst vor dir, halt, weil ich noch recht machen wollte. Und du hast so wie immer. So halt richtig Zürich. Also, du hast auch, also ja lange nicht verstanden mit deinem scheiß Dialekt und so. Und auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Es ist noch. Irgendwann haben wir uns verstanden und jetzt ist er noch nicht mehr. Und jetzt verliere ich auch nichts mehr. Also. Ah ja. Ja. Das Buch, das Hardy Hemming geschrieben hat, ist wirklich, wirklich lustig. Und ich
denke mir auch mal, mein Gott, wenn du so geil kannst schreiben. Und man hört ihn reden aus dem Buch raus. Ich frage mich, warum hat der lange Lulatsch das müssen schreiben, wo du doch immer so tolle Aufsätze abgegeben hast in der Schule. Ja, das verstehe ich nicht recht. Du bist ein bisschen falsch informiert. Also, es ist so, wir haben daheim, also mein Vater und meine Mutter, also vor allem mein Vater, hat ein grosses Geschäft gehabt, viele Leute und so, und keine Zeit für uns. Und jetzt haben wir so nicht eine Krankheit, wie heißen die? Nanny-Bohälter. Zuerst eine im Laden, eine Verkäuferin. Dürfen wir nicht mehr sagen? Ja, ist egal. Die hat Zeffe geheißen. Und Zeffe, das ist also so eine 30, 32-jährige Frau, sie hat ganz Liebe und so. Und die hat auch noch den Auftrag gehabt, die Aufgaben machen mit mir. Und jetzt habe ich gesehen, also in der ersten Klasse schon, habe ich gesehen, gerade bei den Aufsätzen, die macht das so. Sie hat das so gut gemacht, da habe ich jetzt nicht mehr reinmischen wollen. In die ganze Geschichte. Und Rechnungen hat sie natürlich auch, Tage die Bumm und so. Und das ist immer schneller gegangen bei ihr, weil sie ja freie Zeit wählen und so. Und die haben dann das so abgegeben am Lehrer, also mit einer Schrift von einer 30-Jährigen, also abgegeben. Und der hat dann auch das entgegengenommen und nichts gesagt, wahrscheinlich weil er sich getraut hat, weil mein Vater war Gemeindepräsident. Der grösste Laden im Dorf. Also, und der Lehrer ist ja zu dieser Zeit ist ein ganz klein, also klein, schon gross gewesen, aber hat nichts, ein Nichts. Und dann in der Nahrungskette so, unten? In der Nahrungskette unten. So bin ich eigentlich sehr gut durchgekommen in der Schule, ohne Schule. Du hast aber eine Haushälterin, habe ich vorher fälschlicherweise gesagt, aber auch noch gehabt, die Frau Lau. Lau, ja. Die hat dich auch sehr. Ja, nein, Frau Lau ist eine Alte gewesen und die hat den Haushalt gemacht, vor allem am Mittag, so eine alte, blöde, es ist Nadine nicht mehr, das ist wirklich eine blöde Kuh eigentlich gewesen und so, und alt halt und allein, der Mann schon, und so. Und dann, die hat immer, wenn wir zu Mittag gegessen haben, die ist immer so hinten dran gewesen und kaum haben wir Gabel und das Messer auf den Teller, so, tack, weißt, und abwechselnd, tack. Und ich bin gerade wieder bei einem anderen gestanden und so. Dummi. Und so. Und dann, jetzt habe ich einen Cousin in Rottenbrunnen, und der ist Bauer. Und dann hat er einmal, also einmal im Jahr, hat er ein Schwein gemetzelt und einmal bin ich dabei gewesen mit 6-Jährigen. Und dann hat er mir so ein Auge vom Schwein. Hat er das Auge rausgenommen, die muss man rausnehmen, die kann schon nicht essen. Und dann hat er mir das Auge in die Hand gegeben. Und ich als 6-Jähriger, das ist ein Ding, was will er mir sagen? Aber er hat nichts gesagt und ich dann auch nicht. Und dann habe ich das Auge genommen. Und dann bin ich durchs Dorf gelaufen. Also, so ganz klein bin ich. Und bin so durchs Dorf gelaufen. Und jetzt in der Mitte vom Dorf hat Frau Lau geklebt. Gerade an der Straße. Also, die hat so ein Häuschen gehabt und ein Bänkli direkt an der Straße. Und sie ist auf dem Bänkli gesessen. Und ich laufe so vorbei und so. Dann sehe ich die Frau Lau. Und dann denke ich, oh. Da ist mir das, also ich denke, jetzt muss etwas passieren, es muss mal Klartext, oder? Und dann bin ich vor der Frau Lau, hier schon dort können, als Schauspieler, habe ich mich so gestolpert, dann bin ich umgekehrt, auf den Boden gekehrt, also auf die Straße gekehrt und habe gesagt, aua, aua, aua! Und Frau Lau hat gesagt, was hast du, Rolfli, was hast du? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, es macht so weh, es macht so weh. Und Frau Lau hat gesagt, ja, aber Rolfli, was hast du denn? Ich weiß es nicht, Frau Lau, es macht so weh. Und dann hat Frau Lau gesagt, ja, dann zeig's doch einmal. Und dann habe ich es gezeigt. Und dann ist lange nichts passiert. Also, ich habe sie dann auch nicht mehr gehört. Dann habe ich geschaut und dann war ich auch nicht mehr da. Ich war immer auf dem Bänkchen. Und jetzt habe ich gesehen, nach genau schauen, habe ich gesehen, die war so schockiert, die ist bewusstlos geworden und ist hinten runtergefallen auf das Bänkchen. Ja, nein, tot war ich nicht. Also, leider. Aber einfach bewusstlos. Und das hat nachher schon geholfen, als ich nicht mehr so blöd war. Wie fühlst du dich jetzt? Ja. Wo das hast du mit uns teilen? Das ist jetzt wirklich draußen. Das hätte jetzt einfach auf den Tisch müssen. Danke vielmals, dass ich die Chance kriege. Ja, das mache ich gern. Das mache ich gern für dich. Du, wie gefällt das Buch? Mir gefällt das wirklich hervorragend. Das Buch ist wirklich, muss ich sagen, sehr gut
geschrieben, also meine Geschichte habe ich erzählt, und er hat es auch gut übergebracht. Und so. Optisch schön, oder? Nein, optisch ist, finde ich jetzt nicht so. Das Blau, das geht mehr so ins Gelbliche hinein und mein Kopf ist da drauf, aber der Name nicht, man macht doch keinen Sinn. Egal. Es ist vor allem, es ist 1 Millimeter zu dick und das ist ein bisschen blöd. Und jetzt, also vor allem beim Verpacken, nicht beim Verpacken ist egal, aber verschicken. Jetzt haben wir tun ja nicht, noch nicht so viele Bücher, also ein bisschen gut. Es wäre schon schön, auch heute Abend, wenn ihr einfach auch ein paar Bücher von mir würden kaufen und nicht mehr. Und ich weiß jetzt, warum, ich weiß jetzt auch, warum es nicht so läuft, weil Blanken einfach. Auf jeden Fall, es ist 1 Millimeter zu dick und jetzt kostet das anstatt 3,50 Franken auf der Post 7 Franken. Und jetzt sind wir letztens in der Hardy und ich auf der Post, Hauptpost in Chur gewesen und haben das verschicken wollen, eins. Und dann hat die Pöschlerin gesagt. Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat sie eben gesagt, ja, es kostet eben anstatt 3,50 Franken 7 Franken. Und jetzt habe ich gemacht, das müssen wir auch mal ausprobieren, das muss ganz laut machen. Dann habe ich gesagt, 7 Franken! Dann ist die Uhren verschrocken. Und dann hat sie gesagt, nein, machen wir 6 Franken. Dann, ja, dann habe ich gesagt, 6 Franken! Und dann hat es viele Leute in der Hauptpost gehabt, in einem anderen Schal. Die haben dann alle auf uns geschaut. Und mir ist egal, ich bin ja gewöhnt, wenn man mich anschaut, aber die Pöschel ist völlig durcheinander. Und dann haben die anderen Leute gesagt: Ja, gib es, ja, gib es, ja, gib es. So. Ja, und dann haben sie gesagt: Ja, machen wir 5 Franken. Dann habe ich gesagt: 5 Franken! Und dann haben sie gesagt: Ich soll nicht so umschreien, wie viel ich denn geben würde. Dann habe ich gesagt: Mehr als 85 Rappen kriegst du nicht. Und dann zahlt sie 85 Rappen! Und dann bin ich gegangen, ich lasse mich doch nicht anschreien von einer so Pöschlein. Ah jo. Funktioniert übrigens auch im Globus. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du auch diesen Moment aus deinem Leben mit uns geteilt hast. Ich möchte noch auf eine Erfolgsgeschichte sprechen. In den 70er Jahren bist du ja in London im Kensington Hilton als Confisseur oder Patisseur. Wie heißt man das? Chefkoch, was immer. Wie komme ich überhaupt dort hin? Pastry heisst das. Entschuldigung, Joe Pastry. Pastry. Ja, ich habe mit 21 habe ich dann die Lehre abgeschlossen, und, also schlecht, aber die haben sie abgeschlossen und habe dann auch das Militär gemacht, auch schlecht, aber ich habe es gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich will von dem Graubünden weg, von den Felsen, vom Pappen und so, einfach weg und so. Jetzt habe ich ja Gotte, das ist Margrit Sprecher, ein paar, dort drinnen kennen Sie die Frau vielleicht, eine Journalistin, eine ganz liebe und so. Star-Journalistin. Ja. Und dann hat sie mir gesagt, komm doch zum Sprüngli auf Zürich, ich deal dir dort etwas und so. Und dann sind wir da in der Sprüngli auf Zürich, von Graubünden, mein Schießkauf direkt auf Zürich zum Sprüngli, in den 70er Jahren. Und dann, das hat mir nicht gefallen, das ist so eine Confiserie, so dass die Praline, das mag ich nicht, und das hat auch noch Schoki geschmeckt. Da haben gesagt, nein, komm, hör mir auf mit dem huren Zürich-Sprüngli, Gacki-Furz. Und so, dann sie hat noch etwas anderes, sie hat noch London, Kensington Hilton in London, das ist das coole Hilton. Und dann sind so Zettel gekommen, viele Zettel, und das musste ich ausfüllen, ich konnte kein Englisch können, ich war nur yes und no, und ich denke no, mache ich nicht. Und habe alles yes angeschrieben. Und dann wieder reingeschickt und ist die Postwende wieder zurückgekommen von London. Und yeah, hoi, und du. Und dann bin ich über ihm. Mit diesen Zetteln und ein paar Söckchen habe ich noch eingepackt und Unterhösli. Und, so. Und dann bin ich in dem Hilton gestanden, in der Küche einen Tag nachher. Und da ist der Küchenchef gekommen, mit so ganz grossen Hüten die an. Und hat gesagt, hello, sir. Also, yeah, what? Und ich habe immer gelächelt, ich habe kein Wort verstanden und so.
Und dann mussten sie einen von der Küche holen, der dann das übersetzt hat. Und dann, dort habe ich erfahren, dass ich von dem Moment an weg Chefkonditor war von Kensington Hilton. 600 Dessert jeden Tag allein. Das ist wahrscheinlich beim Yes und No. Dort habe ich vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, aber ist egal gewesen. Also es, ist, es hat dann irgendwie getan. Willst du ein Tüchli kaufen? Also deine Spezialität war ja das berühmte Soufflé Alaska. Ja, das ist ein. Da hast du viel gemacht. Habe ich viel gemacht. Ein einfaches Rezept, eine Glasse, ein bisschen Biskuit rundum, Rahmen, den anzünden. Und schicken. Ja, sind so 30, 40 Kellner gekommen, haben dann auf Tablare, so wie Blanke, deine Birchenmüsli, sind in die Säle innen und eine Ohrenfreude gehabt. Die sind ja ganz prominente Leute im Kensington Hilton und manchmal sind sie auch wieder zurückgekommen. Also Kellner sowieso, aber auch. Soufflé Alaska ist manchmal, aber nicht immer. Also manchmal. Der Luftboot. Ja. Hast du dort, aber das ist ja das Epizentrum der Popkultur. Da sind ja Künstlerinnen und Künstler von Weltrang auftreten. Ja. Blondie, Chris Conroy, weiß ich was. Floyd und, Pink Floyd und wie haben die geheißen? Die Björn Borg und Gitarristen. Ja, der von der Zeppelin. Ah, genau. Mann, der Tennisspieler. Ja, Björn Borg. Ja. Zeppelin war auch da und Commodores und Brother Heard und so viel. Hast du denn Leute kennengelernt von denen? Ja, einmal, es war immer so, dass man einmal im Tag, also man hat immer am Morgen um 7 Uhr angefangen, durchgehen bis am Nachmittag um 4 Uhr, dann ist man 2 Stunden liegen bis um 6 Uhr, dann ist man in ein Pub rein, immer ins Gleiche, und man hat gewartet, bis jemand irgend gesagt hat, Party! Und das habe ich schnell verstanden, Party ist way ahead. Und so. Und dann ist das einmal passiert. Und dann hat man das Dings, also Alkohol hat man selber mitnehmen. Dann immer so eine Flasche Bacardi mitgenommen. Also zuerst, also die ersten paar Wochen, dann brauchst du dann noch ein bisschen mehr nachher, weil es geht dann bis am Morgen. Noch Ginflasche und so. Und dann laufst du dann an. Und einmal bin ich in einer ganz grossen Party gewesen, mit so vielen Leuten. Und in der Stube von denen hat es so eine Couch gehabt. Und auf dem Couch ist einer gesessen, so ein bisschen kleiner sein, ein bisschen älter sein. Und dann bin ich auch dort hergehockt. Ich bin der Einzige, der neben dem hergehockt ist. Und dann hat er so geschwätzt mit mir, so, what, we have a hurry, hello, worst burn, wow, so, what a wichtig, hat er da, so, wow, nicht mehr so, und die haben so eine Sprache entwickelt in London und so, und die haben immer gesagt, oh, no, come on. You crazy, hey, no way. Und er so, where, so, where, right? Und so haben wir eine Stunde geredet miteinander. Ja, und dann ist dann irgendwann aufgestanden und gegangen. Und jetzt sind all die Gäste, die dort waren, zu mir gekommen und gesagt, was hat er gesagt, was hat er gesagt? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, der hat Englisch geredet, was weiß ich, oder? Ja, und dann habe ich gesagt, was sind wir so nervös? Wer ist denn das gesehen? Wer ist das gesehen? Und dann hat er gesagt, hast du den nicht erkannt? Er hat gesagt, ich habe den nicht einmal verstanden, oder? Ja, es war auf jeden Fall der Elton John. Ja. Danke. Merci. Ajo. Aber es ist dann nichts geworden aus euch zwei, gell? Aber ihr wärt noch vom Typ her. Leider nichts geworden aus uns zwei. Und aber wer weiß, gell? Hat er ein Lied komponiert, Daniel. Und das hat dich sofort inspiriert, deinen Sohn Daniel zu taufen. Ja, dann Jahre später, wo ich dann gewusst habe, es gibt wirklich nichts mehr. Wo ist euch zwei? Ich bin auch nicht in die Richtung dann weitergewachsen. und dann haben wir dann einen Sohn gekriegt, der Daniel. Und dann, also ein Kind, ein Bub. Und dann habe ich gesagt, komm. Hommage an den Elton John, Daniel. Und der Daniel, der ist behindert, im Rollstuhl. Und die sind aber trotzdem, also nicht trotzdem, ist ja blöd, die sind engste Freunde eigentlich. Und die erleben da so haarsträubende Sachen, kann man auch in dem Buch lesen. Ja, der Daniel ist eben wirklich ein ganz cooler. Er ist im Rollstuhl, ein Spastiker, und man sieht ihn aber nicht gut an. Und jetzt, irgendwann hat er den Wunsch gehabt, so mit mir halt ein bisschen so Sachen machen. Und dann haben wir etwas entwickelt. Zum Beispiel, das erste Mal ist es passiert beim Knie, an der Kasse, er will in der Knie, Zirkus Knie. Und dann sind wir in der Kasse gewesen, und jetzt habe ich ihm beigebracht, wenn ich ihm über die Haare streichle, dann tue ich einfach, gib alles auf dem Rollstuhl. Also,
Ja, er hat mitgemacht. Und dann hat er ihn über die Tor geschleitert und dann hat und die Verkasse hat dann einfach so gemacht und so. Und so sind wir weltweit eigentlich überall gratis reingekommen bis jetzt. Ja? Auch? Ja. Ja, auch in Paris, dann viel später, wo er dann 18 geworden ist, haben wir dann natürlich größere Sachen gemacht. Er hat immer dürfen so eine Stadt wünschen, einmal Paris. Und dann war er wirklich gerade 18, dann auf Paris und bah und so. Und er ist voll im Saft, also ein richtiger Mann, also voll, also halt 18, so voll, du, Jesus Gott, hätte also schon. Und dann habe ich den Moulin Rouge mit dem, sofort in das Moulin Rouge mit dem Junge, oder? Und dann sind wir auf das Moulin Rouge gefahren mit dem Taxi. Und es sagt, kommst nicht rein, es hat auch viel Stegen und so. Und dann denke ich, okay, habe ich über die Tor gestriegelt. Und dann hätte, also ich sage, ich habe fast selber Angst gehabt, legt er, hey, du, wie ein Wahnsinn. So. Und so. Und dann sind sofort 3, 4 so Sicherheitsbeamte gekommen und haben gesagt, je leur mal. Ja, Französisch kann ich auch nicht hier. Ich gesagt, ja, man muss auch nicht hier. Ich sage, je non, je leur mal. Und dann haben sie uns gepackt und gesagt, ja, oder? Und dann sind wir durch die Garderobe, der Daniel und ich durch die Garderobe von Moulin Rouge. Wer ist schon mal dort drin? Ja, niemand, oder? Ich am durch die Garderobe. Und ich meine, das ist nicht, für er hat nicht viel gesehen, schon auf dem Rollstuhl. Aber ich, die Frau, also, oder? Ja, nein, stellen euch vor, die sind sich vorbereitet, die haben nicht, also sie haben schon nicht viel, oder? Und dann sind die, und ich bin dann, und auf einmal sind wir dann oben gesehen und Bühne ganz weit. Wir haben also vor, also ich habe vor, zuerst mehr gesehen als nachher. Das ist weiter weg. Ja, und dann musst du nochmal zurück. Dann musst du nochmal zurück, oder? Ja, dann sind wir natürlich zurück und so. Und die sind ja schon fertig. Die sind alle aus der Dusche rausgekommen. Die haben ja heimwählen. Und dort haben sie wirklich, also das hast du dann also wirklich gefunden. Also die sind ja die haben nichts mehr. Also schon, sie haben schon Sachen angehabt. Zum Beispiel Schuhe. Noch Schuhe. Aber sonst nichts, oder? Und das war also wirklich hart für mich. In dem Moment bin ich nicht nur Vater von einem wunderbaren Sohn, sondern eben auch ein Mann, oder? Also, ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Bis heute noch sind die Bilder im Kopf. Kriegst du nie mehr raus. Nie mehr. Danke, dass du dich auch so öffnest und auch von dir etwas preisgibst. Danke vielmals. Ich weiss, dass es eine Überwindung immer ist für dich. Du hast noch 2 Töchter. Die eine ist Theaterpädagogin, die andere ist Pfarrerin. Ja. Also von dir kann es wahrscheinlich nicht kommen, oder? Nein, ich weiß halt auch nicht, mein Schwiegervater, also der Großvater von ihr, der war Jugendpfarrer in Chur und vielleicht von dem, keine Ahnung, das hat sie beeindruckt. Und also schlimm war, also Theologiestudium, das ist, also sie hat einfach auf jeden Fall studiert und da hat dann die andere Tochter gesagt, ja, wenn du so lange studierst, fange ich auch an zu studieren. Dann beide studiert. Und ich habe gezahlt und gezahlt. Und ja, es hat Zeiten gegeben, wo ich also eine Huren Ahnung war. Also wirklich, habe ich musste zum Nachbarn. Nein, die haben nicht aufgehört. Über 30, immer noch studieren. Ich meine, als ich über 30 war, hatte ich schon 3 Kinder. Und das ohne studieren. Aber es ist ja irgendwie auch okay. Also sie haben dann mal thematisiert vor ein paar Jahren und sie hat gesagt, los Papa, ich mache dir dafür, wenn du mal, also dann mache ich für dich und ich garantiere das, also wirklich die beste, absolut beste, größte Abdankung, wo du noch nie gesehen hast in dem Sinne. Und so kommt halt auch immer wieder etwas zurück. Also, ist ja so. Rolf Schmid, meine Damen und Herren.